Willkommen zurück zu Return to Mysterious Island 2 und natürlich das Offensichtlichste probiere ich natürlich wieder mal nicht aus, nämlich, dass ich ja das Elektrokabel auch noch hier mit der Klammer nehmen kann. Aber hier steht ja auch Kristall und nicht Klammer. Zack, da ist es auch schon in der Hand. Das ist so dumm. Das ist ja... Warum steht dann da Kristall? Ich meine, vielleicht ist die Klammer aus Kristall, aber trotzdem finde ich Klammer besser, weil dann denkt man, hey, ich könnte das Kabel auch mit der Klammer nehmen. Und nicht mit dem Kristall. Aber naja, gut. Da war ich ein bisschen blöd. Jetzt geht sie auf. Und unfassbarerweise kommen wir jetzt weiter. Endlich. Wie sieht Mida aus? Wie was? Die Schildsteuerung. Okay. Ich will mal nochmal erst da vorne gucken. Ah, die Musik ist ja auch wieder toll hier jetzt. Oh. Ach, wie schön. Ein Buch von Pasteur. Gärungen und die sogenannte Generatio Spontanea. Da steckt ein Papier in dem Buch. Eine handgeschriebene Notiz von Nemo. Mhm, und was steht da? Woher stammt X? Von der Erde? Dann ist ein wesentliches Kapitel in der Geschichte unseres Planeten noch vollständig unbekannt. Aus einer anderen Welt? In dem Fall ist das Leben dort dem unseren sehr ähnlich. Müssen wir annehmen, dass unser Leben einen gemeinsamen Ursprung hat? Was könnte dieser Ursprung dann demnach sein? Ist es nicht einfach anzunehmen, dass Leben, genau wie das Universum selbst, schon immer existiert hat? Seine Saat wäre überall in jedem Partikel kosmischer Materie gegenwärtig, bereit zu sprießen. Jeder Planet würde diese Saat in sich tragen, noch bevor er seine endgültige Gestalt angenommen hat. Zu denken, dass das Leben auf der Erde aus inaktiver Materie entstanden sei, ist genauso ein Fehler wie zu denken, dass Fliegen aus totem Fleisch und Ratten aus alten Lumpen hervorgehen. Mein Gott, über was hier diskutiert wird. Aber es ist toll, dass wir jetzt hier auch in seinem Zimmer irgendwie sind. Können wir hier noch irgendwas mitnehmen? Das sind zwei Bücher. Die Entstehung der Arten. Von Darwin. Ah. Nemo hat etwas auf die Vorderseite geschrieben. Mhm. Wenn zwei abgeschiedene Welten plötzlich aufeinandertreffen, wenn durch den Rückgang der Ozeane eine Insel zugänglich wird, wenn eine landenge Kontinente verbindet, dann wird der Kampf ums Überleben zum Massaker. An den unglücklichen Arten, die den plötzlich neu auftauchenden Angreifern nichts entgegenzusetzen haben. Unglaubliche Massen von ihnen müssen vernichtet werden, bevor sich ein neues Gleichgewicht einstellen kann. Ja, leider. Zack, ist mir irgendwie eine CD runtergefallen. Eine Erstausgabe. Was steht denn hier noch? Immer das sehen, wenn dann ein ganzes Dasein. Manchmal frage ich mich, was genau bedeutet es, Leben zu schützen. Welches Leben? Das der Beute oder das des Räubers? Ein Organismus von einer Krankheit zu heilen bedeutet das, was die Krankheit auslöst, auszulöschen. Jeder Arzt, sogar jeder Gärtner wäre somit ein Mörder. Aha. Na dann. Ja, da kann man jetzt lange drüber philosophieren. Maske. Ah, dann können wir bestimmt unter Wasser hier tauchen hinten. Weil sie meinte doch immer, sie braucht einen Tauchanzug. Und warum sieht man jetzt hier diese Karte nochmal? Ah. Bewege den Mauszeiger über die Nummern auf der Karte. Ja, dann wir müssen bestimmt dahin tauchen. Da brauche ich mir gar nicht angucken. Weil sie halt immer meinte, ja, sie hat ja keinen Tauchanzug. Das ist Captain Nemo. Cool. Der steht hier genau da, wo wir auch waren. Das könnte Nemo als junger Mann sein. Und die Frau? Ich habe den Eindruck, als hätte ich sie schon mal gesehen. Aber wo? Vielleicht in der Rückblende? Ja, oh. Keine Chance. Sie klemmt. Ich brauche etwas Öl. Warte, können wir da nicht irgendwie unser Öl nehmen? Hier unser Palmöl? Da. So, jawohl. Jetzt sollte es gehen. Jawohl. So, jetzt muss ich wahrscheinlich die aufschraubern. Geht das mit meinem kleinen Mini-Taschenmesser wieder? Weil die Schrauben sind ja hier ein bisschen größer. Ach, das kann sie so selber machen, alles klar. Das war anstrengend. Trotz des Öls hatte ich schon geglaubt, dass sie sich nicht öffnen lassen würde. Eine Luftschleuse. Bestimmt führt sie zum See.
Okay. Ich kann ohne funktionstüchtige Tauchausrüstung nicht durch die Luftschleuse. Ah, aber vielleicht ist es einfach nur eine Verbindung von hinten zum See und dann kann man hier durchschwimmern. Wie sieht's denn aus? Kleiner, momentan leerer Kanister ist über einen Schlauch mit der Maske verbunden. Kannst du die nicht einfach... Das ist keine schlechte Idee, aber irgendetwas fehlt. Ach so. Was muss ich da jetzt reparieren? Leerer Kanister, Ich weiß nicht, du brauchst ja bisher keinen Motor drin, aber was muss ich da jetzt machen? Ein kleiner, momentan leerer Kanister. Muss ich da... Aha. Ja, wir haben das abwenden können, das stimmt. Dann gehen wir mal hier jetzt runter und gucken, was hier ist. Oh, eiförmiger Gegenstand. Ist das wieder so ein Ach, da hat jemand einen Identifikationsabdruck wieder gemacht. Das heißt, das Ei können wir bestimmt gleich reinsetzen und gucken, was derjenige da an Erinnerungen abgegeben hat. Diese Pflanze ist krank. Können wir da irgendwas machen, um der zu helfen? Wasser oder so? Diese Pflanze ist krank. Hm. Hahn des Blaugummis. Aha. Können wir die drehen? Dieses Gas habe ich schon in den Mischapparat gegeben. Und hier fehlt ein Glasbehälter. Haha. Es wäre eine gute Idee, die Flasche mit Gas zu füllen. Dafür haben wir nämlich das Glasding überhaupt gemacht. Was haben wir hier? Untersuchprobe, Überrest eines sehr alten organischen Gewebes zersetzt. Das ist ja irre. Voll spannend. Cool. Okay. Aber wir sind halt noch nicht durch hier, deswegen. Und wo kriege ich mein Gas jetzt mal her? Ist das da durchgegangen? Was hat mir das gebracht? Okay. Gehen wir mal hier rüber. Nicht genug Energie. Schild. Detektor. Ich werde den Schild nicht wieder hochfahren. Dann können die Retter nicht zur Insel gelangen. Mhm. Ich nehme an, dass dieses Gerät für die Kommunikation mit dem U-Boot genutzt wurde, bevor es sank. Dieses Quietschen, das muss das Wrack sein, das den Druck ausgesetzt ist. Okay. Jetzt habe ich hier an dem Hebel gezogen und nun? Schild. Was ist denn das hier? Mhm. Ja, ich muss mal den Glasbehälter wegnehmen, so. Öl. Das hat bestimmt dieser tölpelhafte Roboter verloren, als er den Schild herunterfahren wollte. Kann ich das Öl nicht gebrauchen oder so? Nee, wahrscheinlich, wenn man kein Palmöl hatte für die Luke, dann hätte man sich hier wahrscheinlich auch was holen können. Aber das lasse ich mal sein. Kriege ich denn mein Gas her, Mensch? Keine Ahnung. Ich will halt jetzt nicht dahin. Ich will da hinten hingehen, weil ich will jetzt den Identifikationsabdruck mal checken. Deswegen laufen wir mal einmal jetzt zurück. Da klemmt was. Warum klemmt das jetzt hier? Bin ich falsch gelaufen? Ach, ich glaube, ich muss hier gar nicht lang, ne? Ich muss hier lang. Genau. Hier will ich hin. Hier möchte ich hin. Und dann nehme ich das Ei raus, wenn ich kann. Ja, sei mal leise. Und dann nehme ich das hier. Jawohl. Aber was hat sich jetzt hier getan?
Michel Ardan, vermute ich. Ja, das bin ich. Und mit das hatten wir schon. Ist das nicht die Frau? Noch eine andere Art. Ich habe doch jetzt hier das Ei reingetan. Ich habe meinen Abdruck durch eine Attrappe ersetzt, damit ich das Original in meinem Labor studieren kann. Mina! Hast du das auch gesehen, Chef? Sie sieht ihr so ähnlich. Sie sieht aus wie sie. Einige Male schon spielen die Gesichter in den Felsen riesige Gaswolken aus. Das war nur ein Vorgeschmack auf das, zu was die Einrichtungen von X imstande wären, wenn ihr Potenzial vollständig ausgereizt würde. Ich habe Gewebe untersucht, das diesem Gas ausgesetzt war. Diese farbigen Nebel haben einen radikalen Effekt auf alles lebende Gewebe. Und dieser seltsame, wie heißt er gleich, Mischapparat? Haben Sie schon versucht, ihn in Gang zu setzen? Nicht im Unterschlupf, das ist zu riskant. Ich habe kleine Gasproben entnommen und ein maßstabsgetreues Modell der Maschine in meinem Labor angefertigt. Hier ist mein Modell des Mischapparates von X. Man kann mit ihm organische Verbindungen für einen bestimmten Zweck herstellen. Die wirksamsten Gifte und Gegengifte. In der Kugel in der Mitte werden drei Grundgase miteinander vermischt. Ich habe verschiedene Kombinationen an lebendem und krankem Zellgewebe getestet. Eine Metabasaltwölbung verschließt den Krater. Sie widersteht allem. Da müsste schon der Berg explodieren, bevor sie den Weg freigibt. Hier, Upsilon-Kristalle haben sich an der Seite gebildet. Zweifelsohne als Resultat wiederholter thermischer Schocks. Es war ein Fehler. Der Motor hielt an. In ein paar Sekunden war die Batterie des Stabilisators leer, der daraufhin versagte. Bevor ich den Motor wieder in Gang setzen konnte, setzte der Vulkan einen Lavastrom im Süden der Insel frei. Zugegeben, ich habe Glück gehabt. Wenn ich nicht schnell die korrekten Einstellungen gefunden hätte, wären die Konsequenzen noch viel schlimmer gewesen. Du hast recht. Aber eine Reise zum Mond in einer Kapsel, die von einer Kanone abgeschossen wurde, ist auch nicht gerade vernünftig. Man muss die Ersteinstellungen manuell vornehmen. Wenn alle Monitorleuchten funktionieren, startet der Stabilisator automatisch und der Motor findet die optimale Geschwindigkeit, ohne dass der Benutzer eingreifen muss. Betrachten wir die Dinge so, wie sie sind. Meine Hände zittern. Ich wüsste nicht, wie ich bei Bedarf den Schild herunterfahren sollte. Meine Roboter müssten das für mich erledigen. Ich werde es ihnen beibringen. Ich habe meinen Abdruck durch eine Attrappe ersetzt, damit ich das Original in meinem Labor studieren kann. Mina! Hast du das auch gesehen? Was soll ich jetzt machen? Sie sieht ihr so ähnlich. Sie sieht aus wie sie. Einige Male schon spielen die Gesichter in den Felsen riesige Gaswolken aus. Das war nur ein Vorgeschmack auf das, was die Einrichtungen von X imstande wären, wenn ihr Potenzial von... Diesen Mann kenne ich. Sein Gesicht habe ich in Träumen und auf Bildern gesehen. Das ist Captain Nemo. Diese farbigen Nebel haben einen radikalen Effekt auf alles lebende Gewebe. Und dieser seltsame, wie heißt er gleich, Mischapparat? Ich muss mir das nochmal an, Entschuldigung, aber ich verstehe gerade noch nicht, was ich machen soll. Nicht im Unterschlupf, das ist zu riskant. Ich habe kleine Gasproben entnommen und ein maßstabsgetreues Modell der Maschine in meinem Labor angefertigt. Hier ist mein Modell des Mischapparates von X. Man kann mit ihm organische Verbindungen für einen bestimmten Zweck herstellen. Die wirksamsten Gifte und Gegengifte. In der Kugel in der Mitte werden drei Grundgase miteinander vermischt. Ich habe verschiedene Kombinationen an lebendem und krankem Zellgewebe getestet. Eine Metabasaltwölbung verschließt den Krater. Sie widersteht allem. Da müsste schon der Berg Ja, ich will jetzt euch nicht nerven, indem ich alles normal höre, aber ich habe jetzt immer noch nicht ganz kapiert, was jetzt mein Auftrag ist. Ich lade das einmal da drinne, weil, ne, das gehört da ja hin. Und dann haben wir ja unser Elektro-Ei jetzt. Das hatten wir ja vorher auch nicht. Dieses andere hat...
Aha. Jetzt haben wir nämlich dieses metallische Ei. Vielleicht können wir damit ja irgendwas machen. Ich werde den Schild nicht wieder... Ja. Okay. Hier ja wohl nicht. Und hier kann ich... Ich kann ohne Funktion... Sauerstoff. Ist hier noch irgendwas, was wir übersehen haben, zu mitnehmen? Weil irgendwie... Aus was kann ich mir denn mal so eine... Oder kannst du das zusammenbasteln? Nee. Mit was kann ich das denn mal kombinieren? Vielleicht kommt da ja irgendwas Schlaues bei raus. Wir haben ja auch nichts, ne? Im Prinzip hier... Ah, hier. Ah. Was habe ich jetzt gemacht? Tauchmaske. Der gelöschte Kalk aus dem Tank hat die verbrauchte Luft wieder aufbereitet. Klicke auf Minas Bild, um sie damit auszurüsten. Ah! Ja. Sehr gut. Dann leg mal los jetzt, Mina. Nur die Ruhe, Jeb. Du musst nicht mit mir zusammentauchen. Genau. Wir spielen jetzt Mina und der bleibt hier. Du wartest hier jetzt. Uiuiui. Zuerst sollte ich meine Maske aufsetzen. Hast du... Ach, ist wieder abgenommen. Oha. Mit dieser Tauchausrüstung habe ich alle Zeit der Welt, um den See zu erkunden. Ah, also ich hoffe, Jeb gerät nicht in Schwierigkeiten, während er auf mich wartet. Was macht er denn da? Oh nein. Oh, Jeb. Oh, was bist du denn für einer? Okay, dann wollen wir mal. Aber ich will nicht, ich will auf jeden Fall mal jetzt zu unserem Heli. Hier konnten wir nämlich nie gucken, was da ist. Jetzt können wir das aber machen. Wer weiß, was wir jetzt finden. Stahlhaken. Das ist schon mal gut. Und dann können wir endlich vielleicht da am Heli das da reparieren, was vorher nicht ging oder so. Ich nehme an, dass dieses Rohr in der Höhle herauskommt, in der die Nautilus gesunken ist. Ich muss die Kabel schützen, die die Basis mit dem U-Boot verbunden haben. Die Kabel schützen? Naja, solange hier kein Zeichenrad ist, dass ich hier was machen kann. So, dann geh mal hier hin. Ich werde jetzt mal hier probieren, ob der Haken hier fehlt. Jawohl. Es ist der Haken, der hier immer fehlte. Aha, aha. Und jetzt kriegen wir das Ding doch endlich mal hoffentlich auf. Jawohl. So, und jetzt sind wir drinne. Nicht aufgeblasenes Floß und ein Netz. Was finden wir noch? Da ist die Stickstoffflasche, die ich vermisst habe. Das Gas, was wir brauchen. War das alles hier? Oder finde ich hier noch was? Oh, das ist so toll, dass wir jetzt endlich hier drinne sind. Ganz ehrlich, wie oft habe ich getaucht und mich gefragt, wie wir es aufkriegen. Kein Wunder, dass man das nicht hinkriegt. Aber es ist auch fies, dass man dann so am Anfang des Spiels schon darauf stößt und die ganze Zeit mit allem, was man hat, das probiert und erst jetzt kann man es überhaupt erst öffnen. Das weiß man ja nun vorher auch wirklich nicht. So. Der Felsen muss durch das Erdbeben hierher gerollt sein. Darunter ist etwas. Ein Metallgitter. Am Grund spüre ich eine leichte Strömung. Kann ich das mit meinem Rohr oder so aufhebeln? Dass ich das so wegdrücke, den Felsen? Kann ich meine Drähte vielleicht miteinander wieder verbinden? Nee. Und dann so ein großes, besseres Seil draus machen? Was dann? Wie kriege ich den weggehebelt? Vielleicht damit? Irgendwas muss ich mit dem Felsen machen. Nicht, dass ich den aufsprengen muss oder so. Ich weiß noch nicht, wie ich den Felsen gerade weg... Mit der Axt habe ich es noch nicht probiert. Auch nicht. Der Felsen muss durch das Erdbeben hier... Am Grund spüre ich eine... Ja, eine Strömung. Vielleicht muss die Strömung an sich den wegkicken. Und gar nicht mal wir. Tja, dann gehen wir mal hier noch hin. Und dann da mal hin. Ah.
So, dann drehen wir mal hier. Ist das vielleicht für die Strömung? Nein, das... Das sieht nach einem Kombinationsschloss aus. Verdammt, das gibt Schwierigkeiten. Ja, ich weiß, ich kenne die Kombi natürlich jetzt auch nicht. Wenn du Wasser schöpfen möchtest, benötigst du einen Behälter. Ah, hier kommt man also auch an Wasser und hier kann man die Kombination machen. Machen wir mal so, so, so. So, so, so. Alle zu. Schön. Ah, das sind verschiedene Zeichen. Ja, okay, da kannst du ja ewig hier das probieren. Nee, das geht natürlich nicht. Zuerst sollte ich meine Maske aufsetzen. Alles klar. Kommen wir hier denn überhaupt wieder raus? Nee. Hey! Jeb! Mach auf! Oh nein. Der Griff lässt sich nicht drehen. Das wird er nicht schaffen. Wir müssen einen anderen Weg finden. Oh Jeb. Du bist so ein Dusselaffe. Echt. Was? Da liegen irgendwie Bücher, ne? Was zeigt der mir denn da jetzt? Zeigt er mir hier die... Hä? Ah, Bundelkund 1856. Das ist doch bestimmt für den Code. Aber das sind zu wenig, ne? Bundelkund 1856. Eins, acht, fünf, sechs. Ja, wir haben ja hier mehr. Hä? Was hast du hier noch für mich? Da ist nichts. Dreh das mal um. Was steht da? Für meinen geschätzten Freund Captain Nemo von Michael Arden. Das ist nicht wichtig. Da steht auch nichts. Was ist das? Eine Aufgabenliste. Nemo hatte keine Zeit mehr, sie alle zu erledigen. Aha. Aufgaben. Die Schildsteuerung reagiert zu sensibel. Diesen Fehler beheben. Kaputten Tank des Mischapparats auswechseln. Genaue Überlegungen darüber anstellen, was nach meinem Tod passieren wird. Die mit der Aufrechterhaltung des Schilds verbundenen Risiken genau ermitteln. Zufälliger Fang von Tieren oder Menschen während eines Sturms über Jahre auftretendes Ungleichgewicht, Erdbeben im Falle eines unbeabsichtigten Zusammenbruch des Schilds. Oh Gott. Ja, Leute. Es wird immer mehr, ne? Es wird nicht weniger, es wird irgendwie immer mehr an Aufgaben und Dingen zu bedenken. Das ist ja unfassbar komplex, das Spiel. Hätte ich nie gedacht jetzt. Ich meine, das andere Spiel hatte 13 Parts. Wir sind jetzt hier schon bei 25 oder so. Und da kommt immer noch mehr auf uns zu. Ich hoffe, ich schaffe das alles in möglichst kurzer Zeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Bis dann.